So, meine Freunde, ich habe hier eine Interviewanfrage von Herz und Charakter Magazin. Ja, neues Medium. Und ich werde mal die Fragen vorlesen und werde die Fragen dann beantworten. Also die erste Frage ist: Tanz- und Musikveranstaltungen gewerblicher Betreiber in Gestalt von Diskotheken, Konzerten, Clubs etc. gibt es seit langem. Hat sich in den letzten Jahren, insbesondere gegenüber dem späten 20. Jahrhundert, etwas im Bereich der Sicherheitsdienstleistungen für solche Veranstaltungen, Lokalitäten geändert? Und wenn ja, was? Also ich bin seit 1982 ja in der Security tätig, habe als in der Mall angefangen zu arbeiten und dann als Türsteher. Ja, also es gab damals auch schon Shopping Malls und habe ich angefangen, aber die eigentliche Problematik, die man regelmäßig hat, sind eben den Clubs. Und also damals 1982, als ich angefangen habe, stand die Dienstleistung nicht so im Vordergrund, so wie heute. Heute ist natürlich gefragt Dienstleistung, ja. Wir sind das Aushängeschild vom Club und müssen entsprechend unsere Gäste auch empfangen, so dass sie sich gut betreut und gut empfangen fühlen in Clubs. Das ist die eigentliche Aufgabe heutzutage. Früher hatten wir mal rumgesessen und waren nur auf Alarmbereitschaft. Ja, wenn irgendwo ein Hilferuf kam, ja, dann sind wir rein und haben die Probleme gelöst. Also da war die Dienstleistung nicht weit oben geschrieben, sondern eher helfen in einer Notsituation. Da konnten wir also auf dem Barhocker sitzen und konnten Schach spielen, Backgammon spielen und haben einfach nur auf ein Signal gewartet und haben dann reagiert. Das hat sich geändert. Ja, und dann natürlich, was sich ganz krass verändert hat im Vergleich zu damals, ist die Gewaltbereitschaft. Ja, wir haben natürlich immer noch, so wie damals auch heute, Menschen, die unter Drogen, Alkohol oder allgemein ein hohes Gewaltpotenzial haben. Das ist extrem gefährlich geworden im Vergleich zu früher, weil damals wurde vieles mit Fäusten geklärt. Heute haben viele Menschen ein Messer dabei und das ist dann eben halt brandgefährlich, weil wenn ein Messer dabei ist, dann wird damit nicht nur gedroht, sondern es wird auch genutzt, um uns Türsteher, Bouncer schwer zu verletzen. Ja, das war die erste Frage. Die zweite Frage: Ist es heutzutage gefährlicher, im Sicherheitsbereich tätig zu sein als früher? Und wenn ja, wie stellen sich die heutigen Gefahren gegenüber den früheren dar? Ganz klar, ja, wir haben mehr Menschen in Deutschland, wir haben auch mehr Gäste aus anderen Ländern aufgenommen, ohne hier eine Sicherheitsüberprüfung zu machen. Und da sind natürlich auch einige bei, die sich nicht an die Gesetze halten. Und dadurch haben wir auch mehr Menschen in Deutschland, die gefährlich sind, brandgefährlich, ja, an bestimmten Brennpunkten zusätzlich zu unseren eigentlichen Problemen, die wir ja schon zum Beispiel vor 2015 hatten. Dadurch ist natürlich die Gewalt und die Kriminalität gestiegen. Ja, und was ich schon in der ersten Antwort gegeben habe, ist eben halt, dass hier kein Faustrecht mehr als erstes gilt, sondern eben das Gesetz von Waffen, weil viele eben ein Messer oder sogar eine scharfe Waffe dabei haben. Also die Arbeit als Türsteher ist schon damals gefährlich gewesen. Ja, aber heute eben wesentlich gefährlicher. Ja, da muss man auf der Hut sein und sehr konzentriert arbeiten. Frage 3: Wie eng arbeiten gewerbliche Sicherheitsdienstleister mit staatlichen Sicherheitsbehörden zusammen und gibt es unterschiedliche Tätigkeitsfelder, in denen das stärker oder weniger stark ausgeprägt ist? Also aus meiner Zeit als
Türsteher war ich natürlich sehr stolz, dass ich Ende der 90er, Anfang von 2000 es dazu gebracht habe, aufgrund meiner Erkenntnisse, dass wir hier sehr starke kriminelle Strukturen im gastronomischen Bereich haben, dass sich hier die BAO Türsteher gegründet hat. Ist so eine spezielle Einheit von der Polizei gewesen und die haben sehr gut aufgeräumt im gastronomischen Bereich. Sprich, sie waren ständig unterwegs, waren als Ansprechpartner da und haben ja die Kriminalität auf jeden Fall zurückdrängen können. Problem ist, die BAO Türsteherstreife war so erfolgreich, das relativ schnell wieder eingestellt wurde und heute nicht mehr so aktiv ist, so wie früher, ja, dass sie ständig unterwegs sind und Kriminelle gestalkt haben. Ja, das ist natürlich traurig und ich hoffe, dass die, weil es einfach sein muss, wieder aktiviert wird, sodass die steigende Kriminalität auch im gastronomischen Bereich wieder zurückgedrängt werden kann. Und die Zusammenarbeit zum Beispiel bei Veranstaltungen, wo Politiker anwesend sind, also Wahlveranstaltungen oder eben von der Partei Veranstaltungen oder eben VIP-Veranstaltungen, wo sehr, sehr viele internationale Gäste kommen, da funktioniert die Zusammenarbeit mit der Polizei hervorragend. Ja, also kann ich hier nur sagen, in Berlin. Top. Ja, da arbeitet die private Security, die das Hausrecht haben und die Veranstaltung schützen müssen und dann eben auch mit der Polizei, die auch vor Ort ist, aber eben mehr den Außenring absichert und Personenschützer, die mit Schutzpersonen kommen, wenn es Regierungsbeamte, Abgeordnete, Politiker, Ministerpräsidenten, Bundeskanzler, Bundespräsidenten sind. Dann besteht hier eine sehr enge und sehr gute Zusammenarbeit mit der privaten Security und den öffentlichen Dienststellen der Polizei, LKA oder BKA. Top. So, die Frage 4. Früher gab es oft das Vorurteil, dass gerade Diskotheken Türsteher besonders gewaltbereit waren, ihre Machtbefugnisse stark ausgekostet haben und oft überreagiert haben. Stimmt dieses Vorurteil? Und wenn ja, was hat sich dem gegenüber heute geändert? Also ganz früher gab es ja nicht so viele Sicherheitsfirmen, ja, die auch gesetzliche Voraussetzungen oder an gesetzlichen Voraussetzungen gebunden sind. Zwei ganz wichtige sind, dass man ein sauberes Führungszeugnis haben muss und das Bestehen der Sachkundeprüfung. Dann kann man als Türsteher arbeiten. Ja, also im Vergleich zu früher ist es heute besser geworden, weil eben seriöse Firmen für Ruhe und Ordnung sorgen in Clubs. Das gibt aber natürlich, und weil es auch eine Sicherheitslücke gibt, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, auch Clubs, wo keine Security-Firma arbeitet, sondern wo private Security-Leute arbeiten und da kann es schon vorkommen, dass da kriminelle Menschen an der Tür sind, als Türsteher und dann ihre Rules umsetzen, aber nicht die gesetzlichen Regeln. Ja. Frage 5. Ja, von Herz und Charakter Magazin. Ja, auch heute gibt es immer noch oft genug den Vorwurf, dass Türsteher selber dem kriminellen Milieu mit verschiedensten Hintergründen angehören und über die Tür kontrollieren, welche kriminellen Machenschaften in der Diskothek stattfinden, zum Beispiel den Verkauf von Partydrogen. Sind das völlig haltlose Vorwürfe oder gibt es solche Fälle? Und wenn ja, sind das große Ausnahmen? Und wie versucht die Sicherheitsbranche, solche Machenschaften zu vermeiden? Ja, das gibt es natürlich immer noch, ja, weil wir eine große Sicherheitslücke haben in der Security-Branche, also im Sicherheitsbereich, vor allen Dingen auch im gastronomischen Bereich, wo ich schon seit über 20 Jahren darauf hinweise,
Ja, es gibt gesetzliche Voraussetzungen, um als Türsteher zu arbeiten. Sprich, hatte ich vorhin schon erwähnt, man braucht ein sauberes Führungszeugnis und man muss eine Sachkunde abgelegt haben. Dann kann man in diesem Bereich arbeiten. Ja? Aber es gibt eben halt eine Sicherheitslücke, dass der Clubbesitzer eben nicht auf eine seriöse Security-Firma zurückgreift. Da ist es in der Regel ausgeschlossen, aber gibt auch in der Security-Branche Menschen, die sich kaufen lassen und hundertprozentig kann man das auch bei einer Security-Firma nicht ausschließen. Aber es wird in jedem Falle geringer, die Wahrscheinlichkeit, dass hier gedealt wird oder eben Frauen animiert werden, anschaffen zu gehen oder Hehlerei oder sonst irgendwas, was eben kriminelle Strukturen machen, die eben direkt vom Haus eventuell angestellt sind. Die können das mit dieser Sicherheitslücke umgehen. Die sind direkt vom Haus angestellt, als Türsteher oder als Selekteur und steuern dann praktisch, wer reinkommt und wer nicht reinkommt, sprich, wer darf ticken und wer darf nicht ticken. Ja, deswegen sollte jeder seriöse Club auch auf eine seriöse, anerkannte Firma zurückgreifen, um dieses zu vermeiden. Frage 6. Können gewerbliche Sicherheitsdienstleister zu mehr Sicherheit auch im öffentlichen Raum, für den ja primär die Sicherheitsbehörden zuständig sind, beitragen? Und wenn ja, wie gestaltet sich das im Einzelnen? Auf jeden Fall. Ja. Wäre es angebracht, wenn zum Beispiel Objektschutz von privaten, ausgewählten Security-Firmen übernommen wird, damit man dort die Polizisten rauszieht und dann auf der Straße wieder schickt, ja, Cops, dass die entsprechend mehr Präsenz zeigen und Bürger sich dann durch die Präsenz der Polizei wieder sicherer fühlt, ja, weil die Polizei muss, weil die Polizei unterbesetzt ist, sollte die Polizei doch Prioritäten setzen und hier uns Bürger mehr Sicherheit präsentieren durch ihre Anwesenheit, so dass man auch das Gefühl hat, dass man jederzeit ja, auf die Polizei, die ja sowieso 365 Tage im Jahr, 24 Stunden für uns da ist, dass man die auch besser wahrnimmt. Daher wäre es sehr gut, dass hier die Polizei, was auch damals schon die BAO ja, ins Laufen gebracht hat oder angeregt hat, dass man enger zusammenarbeiten sollte mit ausgewählten Sicherheitsfirmen, wäre auf jeden Fall ein Vorteil für die innere Sicherheit von Deutschland. So, Frage 7. Es wird in der Öffentlichkeit immer über eine Zunahme der Kriminalität und insbesondere der Gewalttätigkeit gesprochen. Ist das aus Sicht der Sicherheitsbranche tatsächlich zutreffend? Und wenn ja, woran liegt das? Ja, hatte ich ja schon erwähnt, dass die Kriminalität gestiegen ist und auch die Gewaltbereitschaft enorm gestiegen ist, weil eben Waffen im Spiel sind, ja, die eben brandgefährlich sind. Daher appelliere ich ja schon seit Jahren, ja, dass wir ein öffentliches Messerverbot einführen, ja, damit eben täglich diese Messerangriffe gestoppt werden. Wäre ein sehr, sehr guter Anfang, wenn hier das umgesetzt wird, was ich fordere, nämlich ein Messerverbot. Ja. Niemand braucht ein Messer in der Öffentlichkeit tragen, außer eben Handwerker. Da müsste dann klar Ausnahmen geben. Aber in der Regel, wer ein Messer hat und dieses Messer nutzt, sollte auch entsprechend sofort mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren bestraft werden, nicht darunter, ja, wenn er eben Menschen schwer verletzt. Aber hier passiert nichts. Was von Vorteil wäre, weil die Politik ganz klar und deutlich, muss ich das auch nochmal sagen, komplett versagt, weil eben Regeln, die dazu führen, dass Deutschland sicherer wird, nicht umgesetzt werden. So, Frage 8. Du warst ja wirklich lange in der Sicherheitsbranche tätig. Sehr lange. Gibt es einen Zeitpunkt, zu dem man aufgrund des Alters damit aufhören sollte? Damit meinen wir nicht, dass man natürlich irgendwann trotz allen Trainings
körperlich sicher nicht mehr fit genug für jede Konfrontation an vorderster Front an der Tür ist. Damit meinen wir die Tätigkeit in der Sicherheitsbranche insgesamt. Also auch die planerische und gestaltende hinter den Kulissen. Meine Meinung, mit 63 sollte Schluss sein. Ja, jetzt wird schon wieder geredet, man soll bis 70 arbeiten. Mit 63 sollte Schluss sein, damit man das, was man vorher über 40 Jahre gemacht hat, nämlich schwerst arbeiten, dass das endlich beendet ist und mit 63 man seine Rente, seine Ruhe genießen kann. Also, unsere Regierung sollte hier mal das umsetzen und nicht erhöhen auf 70 Jahre. Mit 63 muss Schluss sein. Frage 9. Gibt es ein Erlebnis im Rahmen deiner Tätigkeit in der Sicherheitsbranche, welches dir als besonderes schlimm in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, was ist da passiert? Ganz klar, das war noch schon 20 Jahre her. Da hatte ich einen Club gehabt, der war mega voll immer. Und wir hatten aber nur, weil mehr wollte der Clubbesitzer nicht, zwei Doormänner, zwei Bouncer an der Tür. Ja, und wir hatten die Disco, der Club war mega voll. Wir hatten einen Durchlauf von knapp 800 Leuten und da ist eben Stress aufgekommen und es eskaliert in einer Massenschlägerei. Und wir konnten da nicht viel machen. Wir waren nur zu zweit und konnten nur Schadensbegrenzung eigentlich fabrizieren. Und das wurde uns angeheftet, dass wir nicht in der Lage waren, diese Massenschlägerei aufzulösen. Das war mit zwei Mann Mission Impossible. Ja, da habe ich den Auftrag verloren, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, habe daraus gelernt und habe dementsprechend mich auch nicht mehr beeinflussen lassen von irgendeinem Clubbesitzer, wenn er gesagt hat, zwei Menschen reichen aus bei einem Durchlauf von 800 oder von 1000 Leuten. Nix, das habe ich gelernt. Ja, das bei dieser Masse entsprechend auch viel Security-Personal anwesend sein muss, um die Sicherheit halbwegs zu gewährleisten. So, letzte Frage, Frage 10. Und weil wir mit etwas Schönem abschließen wollen, gibt es umgekehrt ein Erlebnis im Rahmen deiner Tätigkeit in der Sicherheitsbranche, welches dir als besonders toll in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, was ist da passiert? Ganz klar, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich Ende der 90er Jahre und dann Anfang 2000 dazu beigetragen habe, mitgeholfen habe, dass die Polizei erkannt hat, dass aufgrund meiner Zuarbeit und meiner Hilferufe, die ich ja regelmäßig hatte, weil wir ständig Stress hatten in Clubs, dass hier die besondere Aufbauorganisation, Abkürzung BAO, Türsteher, gegründet wurde und die in Zusammenarbeit mit mir, gegründet wurde und die hier richtig aufgeräumt haben. Und ich gezeigt habe, dass meine Politik, meine Vision der sicheren Stadt funktioniert, nämlich, dass man unabhängig bleibt, wenn man eng, konsequent mit der Polizei zusammenarbeitet. Dann genießt man den Schutz der Polizei und was ich immer sage, kann ich nochmal sagen, die stärkste und einflussreichste Gang in der Stadt, wenn man sie loslässt, wenn die Politik sagt, macht Fass, ist die Polizei. Ja, in diesem Sinne, nochmal, mein Glückwunsch und mein Respekt an unsere Polizisten. All cops are beautiful. So, das war's. Alle 10 Fragen beantwortet. Ich hoffe, ihr seid glücklich, könnt damit was anfangen. Und ich wünsche dem neuen Magazin Herz und Charakter. Trifft perfekt auf mich zu, deswegen habe ich zugesagt. Ich habe Herz und ich habe Charakter. Viel Erfolg. In diesem Sinne, euer Michael Kuhr.